Okay. Also dich hatten wir gedrückt, du warst der Auslöser für die Photonenkanone. Du machst nix. Aha, ein... Ach stimmt, daran erinnere ich mich. Den roten Kristall mussten wir immer in das richtige Loch stecken. Und der ging entweder die eine oder die andere Seite auf. Irgendwie so war das. Ich guck mal ganz kurz. Da, wo der Schlüssel drin lag. Nö. Okay. Dann war das woanders. So, zurück. Genau, du kannst da ruhig drin bleiben. Gucken wir uns hier zu Ende um. Da war ja noch mehr zum kaputt machen. Da ist nix. Da ist noch so eine Nische mit noch einem Schlüssel drin. Hier ist eine Druckplatte gewesen. Ah, okay. Das heißt, je nachdem, ob wir die auslösen, die Druckplatte oder nicht, können wir nach links oder rechts. Okay. Was haben wir noch so Unnützes? Also, ja, 15 Gold. Komm rauf da. Wie kriegen wir die Fackel da weg? Gar nicht, hm? So, du kaputt. Kommst mit. Ja, und da ist der nächste Akzeptor für die Photonkanone da hinten. Also wir müssten den Knopf drücken, dann schießt der hier durch. Dann müssten wir im richtigen Moment... Das kann nicht klappen. Oder nur sehr, sehr schwer. Weil die Kugel ist doch recht schnell, wenn sie fliegt. Das heißt, die Kugel kommt jetzt durch. Und sobald das nicht ganz oben ist, kommt da auch nichts durch. Testen wir mal. Kann ich einen Knopf drücken mit einem Gegenstand in der Hand? Ja, kann ich. Sieht nicht schlecht aus. Sehr schön. Was hast du jetzt gemacht? Ist ja immer schön, Rätsel zu lösen, aber... Oh. Was ist nicht schön? Wo kommst du jetzt her? Und kaputt. Oh, noch mehr. Wir haben irgendwo was aufgemacht. Wahrscheinlich durch das... Ja. Das Schild. Mach kaputt. Jetzt aber. So. Also hier ist jetzt irgendwo was aufgegangen. Da kamen die drei Spinnen her. Hier. Lurkerhut. Damit sind wir schon fast durch. Also mit dem Set. Sehr schön. Komisch, dass es kein Secret gab. Aber na gut. Okay. Dadurch, dass wir hier irgendwas gemacht haben, ist das hier aufgegangen. Das heißt, hier schießt er dann lang. Und die Wand müssen wir erst wegbekommen. Gab es das auch im Original? Ich glaube nicht. Sieht mir doch recht komplex aus. Jetzt gehen wieder Gegnertüren auf. Ja, das hätte ich mir fast denken können. So, kleiner Brokkoli. Nicht den Weg blockieren. Nicht den Weg blockieren. So. Du kannst ruhig den Weg blockieren. Aber der Dino wäre nicht so schön gewesen. Genau, du.
gedrängt sein, ist auch nicht so schön. Hat er gerade einen Energietrank getrunken? So. Du kannst gleich ge... Du kannst gegessen werden. Und wenn das jetzt einigermaßen symmetrisch ist, dann müssten die, die jetzt hier rausgekommen sind, wieder einen Weg freigelegt haben. Also entweder einen Knopf freigelegt haben oder einen Ort freigelegt haben, wo angeschossen werden kann. Genau, nämlich hier. Noch irgendwo ein Knopf? Nee. Also ist hier jetzt das Ende? Noch mehr Essen? Die Wand muss weg. Wie kriegen wir die Wand weg? Keine Knöpfe. Doch, da ist ein Knopf. Er ist ja hinterhältig. Also darauf müssen wir achten. Das kleine Witzelchen da, was noch fast überlappt ist von dem Lumpen da. Okay. Aber gut, hier kann das jetzt auch durch. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal diese Knopfdrück-Rauflegaktion machen. Denn wird das hier aufgefangen, nachdem es um drei Ecken geflogen ist. Und dann geht wahrscheinlich hier wieder was auf. Nee, geht gar nicht. Da geht's weiter. Also kommt es von da, nach da, nach da, nach da. Und dann geht hier irgendwo was auf. Ja, macht Sinn. Guti. Dann müssen wir jetzt dahin zurück. Also einfach rechts rum. Wir sollten unbedingt schlafen. Bevor wir da jetzt irgendwie das Rätsel noch weiter lösen. Und zwar hier. Denn ohne Schlaf keine Energie und ohne Energie muss ich neu laden. Das ist nicht so schön. Apropos neu laden, blauen Kristall haben wir auch schon seit einer Weile nicht mehr gesehen, kann das sein? Nö, ich glaube nicht. Ah, macht doch Sinn. Je weiter nach unten man kommt, desto schwieriger sollte es ja auch werden. Und blaue Kristalle vereinfachen das Leben doch schon arg. Oh, neue Erdbeben, ist okay. Wir wissen ja, was das ist. So, also, Helm hoch. Knopf drücken. Gucken, was passiert. Tada! Das war die erste Tür. Wie geht's? Inneres Sanktum. Sonst war hier aber nichts, ne? Oh, ich höre Mönche. Ich höre definitiv Mönche. Ja. Dann treten wir jetzt darauf und sterben wahrscheinlich gleich. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Ja, das Schutzschild ist am Anfang echt irritierend. So, 1000. Oh, ist noch einer. Blitz. Feuerschild. Aha. Wusste, dass du ein Feuerball schmeißt. Au. Ich wusste nicht, dass du einen Blitzstrahl schmeißt. So. Angreifen. Au. So. Zwei Stück kaputt. Und ich höre keine mehr. So, gib mir vielleicht doch noch einen blauen Kristall. Sie stehen wirklich drauf, starten von sich selbst zu machen. Oh, 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 warte. Wir sollten erst irgendwelche Seitengänge öffnen, wenn wir den Ohr geschüttet haben, den ich gerade hören kann. Und die kleinen grünen Krabbeldinger, die ich gerade höre. Nicht schön. Nicht schön. Also kurz Schalter suchen. Und wenn wir keine Schalter finden, suchen wir uns für, entscheiden wir uns für eine Seite.
Und da trete ich bestimmt nicht rauf. Das sind zwei Schießdinger. Und warum ist hier ein Symmetriebruch? Na gut, gucken wir mal. Hier vorschlafen. Hier hört es sich nach diesen kleinen grünen Krabbeldingern an. Die man auch in der Fighters Challenge findet. Die Fighters Challenge ist übrigens auch noch so eine Sache, die wir demnächst mal angehen könnten. Wir nähern uns ja doch schon dem Ende. Es war eben irgendwie Ebene 12 oder 13, wo der Würfel hauste. Wir sind jetzt schon 10 oder so. Ja. Also vor dem Ende sollten wir auf jeden Fall nochmal hoch und die Fighter Challenge machen. Selbst dann war die noch recht knackig. So hatten wir das ja im 100% Run auch gehabt. Okay. Feuerball. Blitzstrahl. Da ist ein Knopf. Okay. Das war ein komisches Secret. Das ist schon besser. Also es ist kein Secret, wenn es einen Gegenstand hat, den man eigentlich braucht. Aber ja, Klugscheißer und so. Keine tolle Sache. Du dahin. Dahin, du, dahin, du ist das. Du ist das. Du ist das. Zwei Frostbomben. Wir sind schon bei 8 Stück. Also ordentlich. Feuerschwert. Kann es dir geben. Der Drache residiert außerhalb des inneren Sanktumseingangs. Das ist der innere Sanktumeingang. Der Drache ist irgendwo außerhalb. Also hier. Okay. Ich musste gerade irgendwie an diese Figur auf der Karte von DSA denken. Also DSA 1 oder 2. Der gab es ja auch in der Minimap. Und die Minimap hat, wenn man von oben drauf geguckt hat, so eine sitzende Figur am Schreibtisch ergeben. Hätte das irgendwas mit dem Drachen zu tun? Also eine Drachenfigur, die quasi durch die Teils dargestellt wird? Oh, gucken wir mal. Erstmal haben wir jetzt einen Schlüssel, den wir verballern können. Und wir haben noch die andere Seite. Wo der Oger haust. Wahrscheinlich. Vielleicht. Nö. Ein neuer Knopf, nö. Mehr Essen. Vorfachs, ein Knopf und ein Schlüssel. Sich gegenwerfen. Hallo. Da hinten ist ja noch einer. Und ein Teleporter ist eingegangen. So, bye bye. Oh, da hinten sind noch zwei. Ich hoffe, meine Oge tanzt da nicht mit. Der gerade durch das Schild durchgeschlagen. So, da unten stand 92, aber er hat keinen Schaden bekommen, deswegen war ich ein wenig irritiert. Wow, da ist ein vierter? Au, 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 au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Natürlich 14 Minuten 30. Es ist 14 Minuten 30 hier, dass ich abgespeichert habe. Ah. Und wo sind wir jetzt? Nein! Okay, das ist jetzt nicht schön. Also wir müssen jetzt das Rätsel mit den Lichtkugeln nochmal machen. Aber gut, das erspare ich euch. Das heißt, es gibt jetzt einen kleinen Cut. Ich werde nicht abspeichern, sondern ich werde das so wieder frei machen, dass wir Zugang zum inneren Sanktum bekommen. Und dann melde ich mich wieder.
Also bis gleich.